Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ich hab's wirklich angemacht. Ich bin in Dead by Daylight. Ich hab scheiße Schiss vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht. Also, ich bin absoluter Noob. Ne? Lass gleich mal vorne weg. Absoluter Noob. Ich hab absolut nichts drauf, was das angeht. Ich hab hier auch wirklich noch nichts weiter. Außer komischerweise. Die schon auf Stufe 20. Ja, jetzt fragt mich mal, warum. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin völlig. Um Gottes Willen. Ich weiß auch nicht, was ich damit großartig. Ja. Machen kann. Ach, guckt mal, ich habe sogar schon Perks. Wow. Ich bin ja begeistert. Was haben wir denn hier? Gerissenes Fleisch. Du hast einen wirksamen Weg gefunden, vom Hakenzug entkommen. Gewährt dir bis zu drei zusätzliche Fluchtversuche vom Haken. Die Chance, von Haken zu entkommen, ist um 3% erhöht. Huhu. Dunkle Wahrnehmung entfesselt das Potenzial der Aura-Wahrnehmungsfähigkeit. Jedes Mal, wenn ein Generator repariert worden ist, wird dir die Aura des Killers für 5 Sekunden angezeigt. Wenn der letzte Generator mit Energie versorgt ist, wird dir die Aura des Killers für 7 Sekunden angezeigt. Städtische Umgehung. Durch jahrelange Versteckspiele mit der Polizei hast du ein oder zwei Dinge über Tarnung gelernt. Deine Bewegungsgeschwindigkeit während des Kriechens ist um 95% erhöht. Entfesselt das Potenzial der Aura-Wahrnehmungsfähigkeit. Während du am Haken hängst, werden allen anderen Überlebenden alle Auren der Überlebenden angezeigt. Wenn der Killer im Umkreis von 12 Metern ist, wird seine Aura allen anderen Überlebenden angezeigt. Während ein anderer Überlebende als du festgehakt ist, würden dir die Auren aller anderen Überlebenden angezeigt. Ist der Killer im Umkreis von 12 Metern um den festgehakten Überlebenden, wird dir die Aura des Killers angezeigt. Och Leute, leckt mir doch in die Fresse. Ich weiß es echt nicht. Was ist denn das? Ausgewogene Landung. Katzenähnliche Reflexe reduzieren die Taumeldauer von Stürzen um 75%. Und die Lautstärke deiner Laute beim Stürzen um 100%. Nach der Landung beginnt dein Sprint mit 150% deiner normalen Laufgeschwindigkeit. Aber für maximal 3 Sekunden. Entfesselt das Potenzial der Aura-Wahrnehmungsfähigkeit, Paranoia und die Angst vorm Versagen halten dich davon ab, Fehler zu wiederholen. Die Aura von drei Generatoren, die nahe beieinander stehen, werden dir zu Beginn der Partie und jedes Mal, wenn ein Generator vollständig repariert wurde, 45 Sekunden lang angezeigt. Och du Heiland. Was? Lange Nächte außerhalb haben dir beigebracht, bestens mit dem auszukommen, was du hast. Verringert den Verbrauch der Item-Einheit. Rettest du einen Überlebenden vom Haken, erhältst du zusätzlich 100% Geschwindigkeit bei Heilungen. Wir schaffen das. Na, da würde ich das doch eher nehmen, oder? Ich bin der absolute Noob. Ich trau mich gar nicht. Eigentlich habe ich gerade Bock, wirklich wieder auszumachen. Guck mal, ich habe sogar Gegenstände. Ich werd verrückt. Aber ich werd einfach mal ohne Beginn. Ach so, die kann ich nur nehmen, wenn ich andere Gegenstände auch eingefügt habe. Okay, nee, das will ich aber jetzt erstmal nicht. Ja, wie ihr seht, ich habe nicht, ich habe gar nichts. Also, ich sag doch, absoluter Noob. Okay. Ich mache mich hier zum Volldepp. So, ich starte einfach mal und wir werden sehen, ob überhaupt früh ist 6:45 jemand da online ist. Und ich schneide euch das bestimmt dann raus, wenn ich aufgehört habe zu quatschen. Oh Gott, ich habe so Schiss, ey. Ich werde das so verkacken wieder. Ach, sowas von verkacken werde ich das. Was?
Scheiße, die armen Schweine, ey. Ich werde das jetzt einfach probieren und wenn ich verkacke, dann verkacke ich's. Ganz einfach. Der Killer ist schon bereit. Um Gottes Willen. Ich will nicht, ich will gleich wieder raus. Oh fuck. Ey, ich hab echt Schiss gerade. Ja, frag mich doch nicht, warum ich das genommen habe. Ich hab nichts anderes. Oh, ich will nicht. Scheiße. Was? Nein. Och, nee. Brixer wird beim Werfen langsamer versuche, als er dich beim Ausweichen von ihm zu entfernen. Ich lasse mich einfach als erstes killen. So. Oh fuck. Naja, Übung macht den Meister, oder wie war das? Oh, scheiße. Was habe ich mir da bloß angetan? Ja. Yeah. Na los, wie geht das? Ein Space War hier. Oh. Muss aufpassen. Oh. Ohohohoho. War gar nicht drauf vorbereitet. Mir puppert das Herz. Bis zum Anschlag. Ah! Kreuzer noch! Oh. Wo ist er? Du brauchst jetzt keine neuen Messer. Geh weg! Oh, der hat mich gesehen. Fuck! Ja, genau! Ja, ich musste mich umdrehen, wo der herkommt, aber ich will mich gerade nicht umdrehen. Oh, mir bubbert das Herz bis zum Hals, ey. Ja, ich versuch's einfach. Was will ich denn sonst machen? Oh, ich zitter. Verdammt. Oh, meine Hand zittert. Hey, ich bin auch vor dem abgehauen. Aber
ich sollte vielleicht mal gucken gehen, hä? Oh, ich bin so laut. Ah, das geht schon enger, okay. Rettet er den? Nimm das einfach mit, das lag gerade hier. Wo hängt denn der? Das hinten. Ja, ich weiß, ihr könnt euch aufregen. Oh, hallo. Du gehst retten? Na, geh du retten. Oh, oh. Ich probier's einfach. Was anderes kann ich nicht machen. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Los. Oh, geschafft. Halt sie mich auch gleich, danke. Oh. Hey, ich habe jemanden vom Haken geholt. Ich bin so stolz auf mich. Ich danke dir. Ich bin eine Schleichermaus. Oh. Ist er denn? Ist er auch noch? Ich will doch nicht hin jetzt. Sieht auch sowas wie Generatoren. Geil. Ich mach den jetzt einfach. Ah. Upsi, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab das überhaupt nicht drauf mit den Quicktime. Wo? Ich hab's einfach nicht drauf, was das angeht. Aber absolut nicht. Sollst du mich heilen? Danke, 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 danke. Er kommt. Er kommt. Oh nein, geh weg. Ich kann nicht ausweichen. Mann! Ja. Oh nee. Die hat einen Strike. Die hat's gut.
Oh, jetzt lackt er. Ist das das Lacken, was die immer erwähnen? Like you? Komm, wir versch... Hilfe! Komm, gleich den noch heilen, ja? Nee, der haut ab, okay. Oh, schon wieder. Oh, nee. Los, mach! Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wie geht denn das? Ach so! Was war denn das jetzt? Ah, verdammt. Los, weg. Oh, nein. Ich hab's gesehen, dass der kam. Ich dachte, wir schaffen's noch. Ich probiere jetzt einfach mal den Chen hier zu machen. Einer fehlt nämlich bloß noch. Ganz ruhig. Geil! Ganz ruhig, Savara. Wir schaffen das. Na, der ist tot. Scheiße. Willst du mich verarschen? Wie viel denn noch? Ah, hat mich bestimmt gesehen. Ah, ich wusste es. Ja, ich müsste mich umdrehen, ich weiß. Da geht jetzt die Generatoren ab. Ich wette. Ja, und selbst wenn die jetzt... Toll! Der Schild hat's immer noch bis zum Hals. Fuck. Toll. Steht er dort. Ja, ich würde mal sagen, ich hab verkackt.
Schnell wieder weg. Der rennt jetzt ab. So, das Problem ist, ich weiß nicht, ob es hier die Lüge gibt. Scheiße. Wenn ich das jetzt wüsste, wäre ich weg. Da der die ja auch noch nie gefunden hat. Oh, Leute, ich will das nicht mehr. Jawohl! Ich hab's geschafft! Und das als Noob. Und ich habe mich bestimmt total scheiße angestellt und ich habe die bestimmt total. Ich habe bestimmt total böse mit denen und alles und ich habe. Okay. Ja, guck. Einen Einblick in meine Spielweise gekriegt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe die erste Runde geschafft. Ich habe eiskalte Hände. Mir ist arschkalt. Ich zittere am ganzen Körper. Ich brauche eine Pause. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn ich wieder Dead by Daylight spiele. Erstmal, ich werde es bestimmt erstmal auf einer Folge belassen. Oh, mir zittern wirklich die Hände. Es ist Wahnsinn. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, noch einen schönen Sonntag und vielleicht morgen. Ich gehe eher davon aus, nächste Woche, aber ich werde sehen, wie ich Bock drauf habe. Vielleicht jeden Tag eine Folge für mich aufnehmen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich auf alle Fälle aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.